That's the way I want it. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wir gehen jetzt noch euer Fragenkatalog durch, beziehungsweise eure Ideen. Und wir spielen auch noch Schiffsmemory, das heißt, wir beantworten Fragen oder schätzen, was das Boot hier kann und was es nicht kann. Wir haben noch 5 Kilometer Restreichweite, die nächste Tankstelle ist irgendwie 20 Kilometer entfernt. Wir sind jetzt an ungefähr 27 Tankstellen vorbeigefahren. Ein Elfender! Ich fasse es nicht. Man denkt wirklich, du bist nicht drauf, ja. Aber du bist drauf. Also ich denke mal, ich bin einfach weg, aber zum Glück ist die Pflanze drauf. Wenn es dich beruhigt, kannst du auch immer aufstehen und kannst hinten nach oben. Ja, da bin ich aber hier nicht mehr da. Herzlich willkommen zu unserem Baltic Princess Memory. Ja, Nick hat ein paar Fragen vorbereitet und dann hat er uns auch noch geschrieben, eventuell kommen wir da auch, also wir kommen auf jeden Fall drauf, aber wir müssen mal gucken, wie viel Blödsinn ihr geschrieben habt und was da alles dabei war. Übrigens im Hintergrund die Ostsee, wir haben das extra schön vorbereitet und auch schön Finnland. Das ist ein ganz schönes Gegurke aus Schweden raus, als auch in Finnland rein. So, wir machen jetzt 4 Fragen. Alles. Wenn du verlierst, geht das nächste Bier wieder auf dich. Na, und du ratest gar nicht mit? Ich sehe ja die Antworten. Ja, das ist meine Meinung. Wirklich, ich hätte da jetzt auch keinen Bock mehr. Ich habe dir vorhin erzählt, das weißt du leider schon, dass das Schiff 2008 in Dienst gestellt wurde. Ja, ich hätte 93 geschätzt, bin so, ich ganz ehrlich. Jetzt aber die Quizfrage. Wann war die offizielle Bestellung? Wie lange bis zu... okay. Wann haben die bestellt? Wann fünf haben die gesagt, Jahre. Ich sag 98. Hans Wurz hier an alle Mathe-Genies, 2008 in Dienst gestellt. 5 Jahre, 98. Ich war jetzt bei 2003, weil ich immer noch bei 93 so, bin. Also 5 Jahre sind dann 2003. Ich hab 200. Das klingt eher wie ein Wirklich. Und wann war die Bestellung? Nein, 2005. 3 Jahre haben die gebraucht, um den Schlachter hier zu bauen. Okay. Mhm. So. Taufe haben wir dann gehabt. Nächste Frage. Was schätzt du? Wie viel das Ding wiegt? Wie lang das Ding ist? Du hast 150 Meter gedacht. Du hast 150 Meter gedacht. Ja. Falsch, glaube ich. 170? Nee. Willst du noch Publikumsturm nehmen? Nee. Nee. Sicher? Es läuft gerade hier keiner vorbei. Aber es 212 Meter. Okay, krass. 212 Meter. Na, da geht's. 212, so. Wir müssen das jetzt hier ein bisschen durchsprügeln. Schön zu viel Partner. Maschinenleistung. Wie viel? Das ist ganz wichtig. Was hat denn das Ding überhaupt? Also hat das überhaupt. Das hat einen Motor, ja. Mehr oder ein? Zwei Verstellpropeller, also zwei Maschinen. Ja. Gesamtleistung. Was hat denn so ein Schiff? 10.000 PS? Ja, das willst du jetzt von mir wissen, oder? Wie viel PS wir sind? Ja, genau. 10.000. 43.000. Oh, ich habe gedacht, 10.000 ist schon übertrieben. Ach, 43.000, okay, krass. Oh, das ist noch, das ist wichtig. Kommt man sich damit noch so mit blöd vor? Mit 3,4 PS? Ja, guck mal, die hat 43.508 PS. Wie viel Zimmer hat? 3,4. Naja, füge ich mir halt. Also ein bisschen. In, aber hat ja auch zwei Motoren. Ist bekannt, wie viel Hubraum das Ding hat? Nee. Das muss ja auch so eine Das reicht mir nach, das steht dann gleich hier unten. Die Drehzahl muss ja auch interessant sein, weil das Ding läuft ja bestimmt auch noch mit 500 Umdrehungen oder 800 oder sowas. Ja, Wikipedia, das ist wieder so Flachwissen hier nur. Also, aber dafür, unsere letzte Fähre. Svenny ruft an. Muss ich kurz rangehen, Werbeunterbrechung. Herzlich willkommen, schön, dass ihr noch da seid. Weiter geht's mit unserem Quiz. Die letzte Fähre, TT Lines, lief 33 km/h. Bei Knoten kennt keiner von uns. Wie schnell fährt das Ding Höchstgeschwindigkeit? 45. Nein, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel für ein Schiff. Also für so ein Riesending ist 45 echt viel. Also ich sag, das läuft schnell. Aber das ist der einzige Hinweis, den ich geben kann. 45 ist, finde ich, für so ein großes Schiff schon sehr schnell. Ich sag 40. 45. Verdammt!
Also fahren wir, sind das jetzt wahrscheinlich, was ihr im Hintergrund seht? Ja, das sind 40, das sind jetzt 45. 40, 35 km/h. Inklusive dieser ganzen Suffkutten, die jetzt hier drauf sind, wie viele Passagiere dürfen hier mitfahren? 1000. Scheiß Ding. Was hätte ich denn gesagt? Ja, das war ein Gruselorgan. Ja. Ich dachte, es macht. Nee, es macht 2800 Leute dürfen hier mitfahren sogar. Das ist viel. Weißt du, wie viele LKW-Fahrer da mitfahren hier? Aber wie ist denn. Dann ist es vielleicht doch eher so ein Passagierding als ein Transportding. Das sind halt echt dann viele Partygäste auch jetzt hier. Dann sind das vielleicht schon 1000 Partygäste. Schön, irgendwas. Die LKWs, die fahren alle nur alle, ne? Das sind auf jeden Fall nicht so viele. Ich hätte jetzt nur noch, mehr gibt's fast zu wenig. Licht ist noch wichtig. Licht. Platzkens. Das fehlt auch leicht. Baunummer. Schöner. Gewicht finde ich super interessant, was so eine Fähre wiegt. Was hatte ich vorhin gesagt? Was ich vorhin gesagt hatte. Was ich vorhin gesagt hatte, sind wieder. Du hast gesagt 250 Tonnen. Also ich hatte in Rotterdam 6 Meter breit, die wiegt 170 Tonnen maximal. Teleporie, C-Brücke, 150 Tonnen. Besondere Vereinbarung. Steht hier EU-Ferries. Also hiermit, also ich finde hier auch noch was mit 200 Tonnen, das heißt mit meinen 250 Tonnen könnte ich ganz gut liegen. Also nicht komplett. Letzte verkehrt. Abschließende Frage, dann geht das Bier auf mich oder auf dich. Was hat das Ding gekostet? Das war ja noch eine andere Zeit, würde ich sagen. Warum Alter? Ja gut. Ja. Also ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob es zu wenig ist, aber ich hätte gedacht 130 Millionen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber 130 Millionen. Mhm. Nah dran, aber das Bier geht auf dich. 165 Millionen. Okay. Aber hätte ich nicht gedacht. Das ist schon viel. Also guck mal, du hast den Supermarkt drin hier, die ganzen Parkdecks, die ganzen. Ja, ist aber am Ende auch nur Stahl. Jetzt kommen wir noch zu euren Fragen. Und rattern die noch schnell durch und dann sehen wir uns in Finnland wieder, wie wir wahrscheinlich in Nick sein Auto anschauen und dann auch auf Schatzsuche gehen. So, Schnick, Schnack, Schnuck spielen, ne, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Saufen haben wir gemacht, in Ruhe kacken gehen, duschen und pennen haben wir auch gemacht. vielleicht den Bus putzen, der ist aufbereitet worden. Bei Marek, der ist tatsächlich noch sehr gut sauber, weil er nämlich schön gewachsen ist. Bierpong, ja, wäre eine Nummer gewesen. Aber wir trinken es einfach so, es geht schneller. Mit einem Wikinger-Schiff nach Finnland. Zu spät, wir sind schon. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr? Im Crafter sind es, glaube ich, um die 60 bis 70 und dann halt noch mit den anderen Autos, also so vielleicht 80. Könnten schon passieren. Habt ihr das Wehrmachtsauto noch? Nee, ist verkauft, ist übrigens mittlerweile restauriert. Frage an dich, wie nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Oh, warte, das ist eine Denkerfrage. Ah, die kommt flach rein. Ich weiß es nicht. Ein Schäfer, der seine Schäfer. Was? Nochmal. Wie nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Schläfer, Schläger. Weiß nicht, ich weiß auch nicht. eBay Kleinanzeigen, was auch sonst? Sechseinhalb Stunden später. Es sind jetzt noch ein paar geile Sachen dabei. Ich hatte jetzt Zeit, das zu überfliegen. Also eBay Kleinanzeigen auswendig lernen. Schiffsmotor besichtigen. Wenn wir das hinkriegen, machen wir auf jeden Fall noch einen Exkurs. Das würde mich echt auch interessieren. Und ansonsten viel mehr als Schiffsmotor und Saufen kommt jetzt hier nicht durch. Kauft ihr einen Schiffsuldi? Mhm. Hätte ich nichts dagegen. U-Bahn fahren und die ganze Station anschauen. Finde ich auch gut, okay. Das war der erste lustige. Gut, das mit dem Schaf und dem Schlagen war auch bestimmt lustig, aber wir sind so dumm. Ja. Du hattest eine Aufgabe und die hast du versaut. Wie mit der Fähre. Kann ich mit meinen Nippeln gleich Glas schneiden, ey.
Tag 3. Es ist Tag 3, nee, ist eigentlich Tag 2. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Finnland. Unser Partyboot-Video ist ja jetzt vorbei und jetzt geht es in Finnland los. Wir sind gerade auf dem Weg zum Nixain Bekannten, von wo wir auch dann immer ein bisschen starten, machen die ersten Meter, haben noch 5 Kilometer Restreichweite. Die nächste Tankstelle ist irgendwie 20 Kilometer entfernt. Wir haben uns aber dazu entschlossen, doch noch mal kurz umzudrehen. Also hier sind einige leere Scheunen, die wir jetzt schon ignoriert haben, aber irgendwann sagt man dann halt doch noch mal, gut, wir gucken mal, und haben hier hinten gleich auch noch was entdeckt. Das heißt, da werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal halten, ob wir da jetzt die Kamera anmachen oder nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Wir haben das aber jetzt einfach mal als Anstoß genommen und das Ganze sieht dann so aus. Eigentlich ganz nett. Dürfte nichts drin sein, aber der Nick guckt trotzdem mal rein. Boah, jetzt mir aber doch kalt. Ohne Jacke. Ist wahrscheinlich leer, ne? Die haben noch ihr Heu drin. Oh, sind, ach, geil. Ansonsten liegen die hier nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Gut, das ist aber echt ein ganz schöner tiefer Schlammgraben. Eine Bergziege. Achtung, Fetzer von oben. Oh Mann, ey. Muss ich das ja jetzt auch schaffen. Oder guck erst mal. Alles voll Motorräder. Wow! Hier, Nick. Für unsere Zuschauer. Wir sind jetzt an ungefähr 27 Tankstellen vorbeigefahren, weil der Typ sich sicher war, es wird billiger. Wir sind 25 Kilometer jetzt gefahren, mit Restreichweite 0, durch eine verfickte Steppe, wo gar nichts war. Und er war sich sicher, es wird billiger. Da sind wir an die nächste Tankstelle gefahren, die war kaputt. Da gab es kein Diesel mehr. Das war auch ganz schön. Und jetzt tanken wir letztlich für einfach einen höheren Preis. Aber hat ein bisschen Nerven gezündet. Hat er auch was? Er freut sich jetzt hier, sein ganzes Geld loszuwerden. Ja, das spricht für sich. Ungefähr 2 bis 3 Liter waren noch drin. Ein Elfender. Ich fasse es nicht. Wir haben erst einen 10-Ender gesehen und jetzt einen Elfender in freier Natur. Einfach in der freien Wildbahn hier. Das ist was ganz Spezielles. Das ist wieder ein ganz besonderer Moment. Ja, also das ist... Soll ich ein Foto von dir machen an dem Ding? Ja, das wär, von unten links wäre nicht schlecht. Aber der Typ sitzt halt noch drin. Okay. Das ist dann blöd? Nö, der Stängel, der weiß, worum es geht. Ich meine, der strüffelt sich wahrscheinlich selber gerade ein, weil ich meine, der ein Elfender. Das hast du nicht an der Tage, gell? Bist du fotografisch bereit? Ja, aber ich möchte nicht aussteigen. Friss rum oder was? Irgendwas muss machen, ja. Jetzt zeige ich euch noch Nick seine geniale Idee. Er hat nämlich so eine Blink-Blink-App. Seht ihr das? Für mich wird ein langer Traum hier wahr. Ich sehe einen Elfender in der freien Natur. Das ist einfach wirklich Wahnsinn. Das ist ein epischer Moment für mich. Ja, du spürst es nicht so. On the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sight. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done, but like rattlesnakes kicked across the ground. Our true loves were dead, and our hearts were full of grief. I was